Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Häkelvideo. Heute zeige ich euch, wie wir diese Stulpen, Pulswärmer, Armstulpen, häkeln mit Daumenloch und hier einer Blüte als Dekoration und noch so einer Wellenabschlusskante. Angezogen sieht das Ganze so aus, die Finger sind schön bedeckt. Mir gefällt das Muster sehr gut und es passt auch gut zum Stirnband, das ich euch letztes Mal gezeigt habe. Wie wir das Ganze häkeln, möchte ich euch heute zeigen. Und zum Material benötigt ihr noch solche Kuschelwolle, die ist ganz dünn. Ich verhäkel sie mit einer Häkelnadel Nummer 3,5. Außerdem benötigen wir eine Schere, eine Vernähnadel, zwei Maschenmarkierer für das Daumenloch und als Dekoblüte habe ich so eine Blüte hergestellt. Wie ich das Ganze mache, habe ich euch in einem anderen Video gezeigt. Dieses verlinke ich euch unten. Ich habe einfach anstatt den 10 cm langen Satinbändern habe ich alles um 3 cm gekürzt. Also die breiten auf 7 cm und die schmäleren auf 4 cm. Und dann möchte ich auch nicht mehr lange quatschen. Einfach alle wichtigen Infos zum Video findet ihr unten in der Infobox. Und dann würde ich sagen, wir starten. Die Armstulpen werden von unten nach oben gehäkelt und wir beginnen mit unserer Kuschelwolle und der Nadelstärke 3,5 und schlagen insgesamt 32 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nun schließen wir das Ganze in die erste Luftmasche mit einer Kettmasche zum Kreis. Wir machen zu Beginn zwei Anfangsluftmaschen. Die Anfangsluftmaschen bleiben immer unbehäkelt. In der ersten Runde häkeln wir in jede Masche ein Stäbchen hinein. Also auch in diese Masche, wo wir die Kettmasche gemacht haben. Einfach in jede Luftmasche der Vorrunde ein Stäbchen hineinarbeiten. Am runden Ende haben wir dann 32 Stäbchen und schließen das Ganze mit einer Kettmasche in das erste gehäkelte Stäbchen. Wie gesagt, die zwei Anfangsluftmaschen lasse ich immer unbehäkelt. Wir haben nun die erste Runde fertig gehäkelt, in jede Luftmasche ein Stäbchen hinein. Das ergibt dann insgesamt 32 Stäbchen. Die Stulpen könnt ihr an jede Größe anpassen. Wenn ihr hier diese erste Runde gemacht habt, solltet ihr gut so herumkommen. Ihr könnt die Maschenanzahl von den Luftmaschen, die ihr anschlagt, variieren. Die Zahl muss einfach durch 2 teilbar sein, also immer eine gerade Zahl sein. Denn das eigentliche Muster kommt jetzt. Und wie wir das machen, zeige ich euch in den nächsten 2 Runden, denn es werden immer 2 Runden im Wechsel gehäkelt. Wir beginnen
Runde 2 mit 2 Anfangsluftmaschen und häkeln in dieselbe Masche ein Stäbchen hinein. Um die nächste Masche häkeln wir ein Reliefstäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen und um die nächste Masche ein Reliefstäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen und um die nächste Masche ein Reliefstäbchen. Das Ganze arbeiten wir im Wechsel bis zum runden Ende so weiter. Also immer abwechselnd ein Stäbchen, ein Reliefstäbchen. Die nächste Masche wieder ein Stäbchen und ein Reliefstäbchen. Am runden Ende angekommen, schließen wir das Ganze mit einer Kettmasche in das erste Stäbchen und die zweite Runde ist nun abgeschlossen. Wir beginnen mit der dritten Runde. Hier beginnen wir auch wieder mit 2 Anfangsluftmaschen. Und jetzt häkeln wir auch wieder Stäbchen und vordere Reliefstäbchen im Wechsel, aber verkehrt herum. Also hier, wo die Masche ein Stäbchen ist in der Vorrunde, häkeln wir dieses Mal ein vorderes Reliefstäbchen. Und wo ein vorderes Reliefstäbchen in der Vorrunde ist, häkeln wir in dieser Runde ein Stäbchen. Um das Stäbchen der Vorrunde ein Reliefstäbchen und in das Reliefstäbchen ein Stäbchen. Also um die nächste Masche ein Reliefstäbchen, in die nächste Masche ein Stäbchen. Um die nächste Masche ein Reliefstäbchen, in die nächste Masche ein Stäbchen. Diese 2 Runden werden jetzt immer im Wechsel gearbeitet. Das ergibt dann dieses Muster. Hier könnt ihr es auch schon erkennen. Also einfach immer Stäbchen und vordere Reliefstäbchen im Wechsel. Und immer im Gegensatz, so wie wir sie hier sehen. Also in der nächsten Runde wird wieder die zweite Runde wiederholt und dann wieder die dritte. Diese 2 Runden wiederholen wir bis zur Runde 16. Dann haben wir hier unseren Schaft fertig gehäkelt. Nachdem wir nun 16 Runden gehäkelt haben, hat unser Schaft auch schon die gewünschte Länge. Und nun brauchen wir 2 Maschenmarkierer, um die Maschen für das Daumenloch zu markieren. Wenn hier die Naht ist, für den rechten Arm habe ich das Daumenloch links von der Naht gemacht, damit die Naht im Prinzip hier unten ist. Und jetzt für den linken Arm markiere ich hier 5 Maschen. Ich beginne hier bei einem Reliefstäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Und markiere hier die 5. Masche. Nun häkeln wir eigentlich wie beim Musterverlauf weiter. Ich mache mal etwas vor. Wir beginnen die Runde wieder mit 2 Anfangsluftmaschen. In dieselbe Masche kommt jetzt ein Stäbchen. Um die nächste Masche ein Reliefstäbchen, um die nächste Masche ein Stäbchen, dann ein Reliefstäbchen.
Jetzt sind wir bei der ersten markierten Masche angekommen. Wir machen nun 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Lassen die 5 markierten Maschen aus. Und hier in diese Masche kommt, bei mir ist das in der Vorrunde ein Stäbchen, also mache ich um diese Masche ein Reliefstäbchen. In die nächste Masche wieder ein Stäbchen und um die nächste ein Reliefstäbchen. Wir machen die Runde im Musterverlauf weiter und schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die erste Masche hinein. Nun kommen wir zur 18. Runde und auch diese beginnen wir wieder mit 2 Anfangsluftmaschen. Machen um die erste Masche hier in meinem Fall ein vorderes Reliefstäbchen, in die nächste Masche ein Stäbchen, in die nächste ein Reliefstäbchen und in die nächste Masche ein Stäbchen. In die 5 Luftmaschen häkeln wir jeweils ein Stäbchen hinein, 1, 2, 3, 4, 5 und in die nächste Masche, das ist bei mir bei der Vorrunde ein Reliefstäbchen, also mache ich hier in diese Masche ein Stäbchen hinein. Um die nächste Masche wieder ein Reliefstäbchen. Und wir machen das Ganze im Musterverlauf die Runde zu Ende. Wir kommen nun zu der 19. Runde und ab jetzt geht es wieder ganz normal im Musterverlauf weiter. Wir beginnen die Runde mit 2 Anfangsluftmaschen. Ich häkel in die erste Masche noch ein Stäbchen, in die nächste Masche ein Reliefstäbchen. Danach wieder ein Stäbchen und um die nächste Masche ein Reliefstäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen und um die nächste Masche ein Reliefstäbchen. In die nächste Masche ein Stäbchen, um die nächste Masche ein Reliefstäbchen. In die nächste Masche wieder ein Stäbchen und um die nächste Masche ein Reliefstäbchen, in die nächste Masche ein Stäbchen und um die nächste Masche ein Reliefstäbchen. So kommen wir hier wieder ganz normal zu unserem Musterverlauf und wie ihr hier sehen könnt, sieht man danach eigentlich keinen Übergang mehr. Wir häkeln jetzt noch 2 Runden, also Runde 20 und 21 im Musterverlauf weiter. Nachdem wir 2 weitere Runden im Musterverlauf gehäkelt haben, kommen wir nun zur Runde 22. Das ist hier oben diese Abschlussrunde. Und wie ich diese mache, zeige ich euch jetzt. Das heißt, wir beginnen mit einer Anfangsluftmasche, häkeln in dieselbe Masche eine feste Masche und 3 Luftmaschen. In die nächste Masche eine feste Masche und 3 Luftmaschen. Das wiederholen wir bis zum Rundenende. Also in jede Masche eine feste Masche und 3 Luftmaschen. Feste Masche und 3 Luftmaschen. Eine feste Masche und
3 Luftmaschen. Das machen wir einmal rundherum, schließen das Ganze mit einer Kettmasche in die erste feste Masche, schneiden den Faden ab und vernähen diesen. Danach nehmen wir unsere Satinblume und ihr könnt sie aufnähen, aber ich habe sie mit der Heißklebepistole hier oben aufgeklebt. Das halte ziemlich gut und ich denke, macht sich auch sehr schick. Die Stulpen sehen natürlich, ich häkel noch mal schnell ein wenig weiter, damit ich das auch noch schnell zeigen kann. Ich finde, die Stulpen sehen auch ohne Satinschleife 1, 2, 3 sehr schick aus. Also für all jene, die keine Satinschleife machen wollen, funktioniert das Ganze eigentlich auch ohne der Schleife. Wir können hier hinein, war die Kamera, hinein und macht sich auch wirklich ohne Schleife recht gut. Zum Vergleich hier noch mit Schleife, ist einfach ein kleines Deko-Highlight, aber ob mit oder ohne, ihr könnt auch hier den Rand weglassen, das ist wirklich ganz nach Belieben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dahin, wir sehen uns. Tschüss!